Lebensmittel live Nürnberg, 19.02.22. Dieser Aufsager dient allen, insbesondere dem Vorfall vergangenen Samstag. Im Hintergrund hören Sie ein paar Rettungssignale. So, damit es ein bisschen konzentrierter zugeht. Folgendes. Am Abend, den besagten Tag, war ich verspätet, weil ich in einer anderen Rettungsgeschichte gebunden war und habe gehofft, dass ich noch ein paar Sachen zusammenbekommen kann, finden kann. Danach wollte ich noch ins Hotel fahren. Das hat sich aber erledigt, weil ich aufgehalten worden bin von der Polizei Nürnberg Mitte. Ich hatte ein paar Orangen, ein paar Eier, 7 oder 8, und ein paar Milchreis und 2 Stück Brot, 1 oder 2 Stück Brot, glaube ich. Ich mache das jetzt aus dem Gedächtnisprotokoll, weil ich das andere Protokoll in einer Kanzlei habe. Ich habe das nicht hier. Also, wie gesagt, es waren, glaube ich, ein paar Salatstücke noch, 2 oder 3. Und dann Gurke war noch dabei. Und also eine Gurke, glaube ich. Und ja, was war noch dabei? Petersilie, glaube ich, war noch dabei. Und kein Fleisch, weil sie ist Vegetarierin. Und ja, was war noch dabei? Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das jetzt aus dem Gedächtnisprotokoll, weil ich auch kein Foto von den Sachen habe. Also 3 flache Körbe, kleine Körbe. Das heißt, diese Sachen hatte ich in so einem Anhänger und diese Sachen wollte ich dann überbringen. Warum? Der Lehrerin, weil sie das Geld woanders einsparen muss für das Kind und für sich. Weil sie eben in Scheidung lebt durch diesen Skandal. Und ich, wie ich auch kann, helfe ihr Stück für Stück. Vor einiger Zeit konnte ich nicht, aufgrund meiner Fußverletzung, wie ich gerade schon erörtert habe, und meines Wohnungswasserschadens. Da hatte ich andere Dinge zu tun. Und dann habe ich halt gesagt, okay, als sie wieder gefragt hat, geht's jetzt? Es ist doch Corona gelockert, etc. pp. Und dann sagte ich natürlich nicht nein. Ja, warum sage ich das? Weil die Polizei meinte am vergangenen Samstag, dass das Diebstahl ist. Und ich weiß, dass eben diese Abschreibung schon erfolgt war, betriebswirtschaftlich. Ich habe mich dann auch noch schlau gemacht über die Schweiz, weil ich da einen anderen Konzernchef kenne. Und der sagt, die sollen da sich nicht so wichtig nehmen. Wenn wir ein paar Menschen retten können damit, dann soll es gut sein. Wir verdienen sowieso einiges und sind zufrieden. Da war ich überrascht, dass ich das hören musste und durfte. Und dann habe ich ihn darum gebeten, ob er mit Herrn mit Herrn L. S, genau, LS, Vorname L, Nachname S, mal vielleicht ein Kontaktgespräch sucht, weil ich ja mehrere Rettungsprojekte mache, auch mit Non-Food, und da findet man auch Lösungen. Da steht dann ein Zettel dort, reserviert für ... und ich übergebe das, weil ich brauche diese Kinderspielsachen nicht. Also, wie gesagt, kann man ja unterstellen. Nein, ich verschenke das. Ich verkaufe das auch nicht im Internet, um mir einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Nein.
Ich übergebe das, filme die Füße. Die Hände will sie im Moment nur noch mit Handschuhen, weil man ihre Hände irgendwie kennt. Also sie hat halt Bedenken, dass sie nochmal angesprochen wird. Lehrerin würde sich bei der Tafel ernähren. Also das war mal das Gespräch und das war ihr sehr unangenehm. Ansonsten muss sie ihren Job aufgeben. Und das möchte ich nicht. Und das möchte sie auch nicht. Es reicht schon der Stress in der Scheidung lebend. Ja, ich habe jetzt gerade mit einer Pressesprecherin gesprochen und ich muss auch mit anderen Presseorganen diesbezüglich und in einem anderen Megafall mich kurz schließen. Und da fehlt mir die Zeit im Moment, eine Mail zu fassen. Umsonst kann ich diese Zeit nicht ins Land verstreichen lassen. So geht es schneller. Ich schreibe natürlich kurz in die Mail den Ort, wo es war, etc. pp. Aber die Sache an sich ist so leichter und emotionaler kommuniziert und man kann es dann auch entsprechend lancieren. Wichtig ist aber auch, dass das Retten an oberster Priorität stehen sollte. Dieses Gefühl habe ich, insbesondere in Nürnberg, weniger. Ja, gleich. Ich muss, das habe ich auch der Polizei gesagt, weil er gesagt hat, das machen sie aber nimmer. Ne? Da sage ich, nein, ich hole mir eine offizielle Presseerklärung. Die habe ich in einem anderen Laden auch. Oder in mehreren Läden, Entschuldigung. Ist aber Non-Food, Spielsachen. So, die Frage ist jetzt, hat das entsprechende Presseorgan in Köln die empfindliche Maßgabe, das so einzuschätzen, dass es nicht um mich geht, weil ich esse eigentlich auch Schnitzel hin und wieder und so weiter und so fort, aber nicht die schon herumliegen, weil man Fleisch, das hat mir die Lebensmittelbehörde und die Aufsichtsbehörde in Mittelfranken, nicht Nürnberg, gesagt, das ist wegen Salmonellengefahr etc. pp. Absolut unzumutbar und nicht zu empfehlen, Entschuldigung, nicht unzumutbar, sondern zu empfehlen, dass man dann hier einer schweren Immunerkrankung eventuell ja, entgegenläuft. Nein, das mache ich nicht. Wichtig ist aber, dass man genau hinhört, was ich meine, morgen, in der nächsten Minute oder am Abend kann es in irgendeiner Stadt auch sein, dass der eine oder andere zu dieser Tafel nicht möchte, weil er dann diskriminiert wird. Ich weiß das von der Lehrerin, was sie zusammengeschrieben hat, dass sie das bedrückt und dass sie so den Unterricht nicht weiter fortsetzen wollte und auch nicht kann. Dann habe ich gesagt, nachdem ja ich von einem Hotelier das einfach ja, ehrenamtlich übernahm, ich kann es natürlich nicht für 2.000, 3.000 oder 100.000 Bürger übernehmen, aber ich habe das eben eins gefallen getan, weil ich es als Herausforderung sah, unter anderem natürlich zu sehen, wie wird das angenommen, wie steht man in der Gesellschaft da, wie wird man diskriminiert, so wie ich die Flaschen auch mache, die Flaschenaktivitäten, also das Leergut, wenn ich sowieso unterwegs bin, das sammle ich mit ein und spende 50% an eine Einrichtung in Bad Nauheim, die für die Freiheit erreichend, erzielt, sich eingesetzt haben, vote-network.org. Das ist die Vereinigung, die sich stark gemacht hat, dass der Menschenrechtler in Hanoi, Herr van Dij, freigekommen ist. Und das Ganze hat stattgefunden beim Deutschen Staatsanwalt und Richtertag in Weimar 2017. Kann man auch im Internet teilweise so verfolgen. Und auch da
haben andere Menschen sich für den Menschenrechtsanwalt aus Hanoi eingesetzt, dass er in Freiheit kommt und in Deutschland im Exil lebt. So, jetzt wissen Sie, warum ich dafür einstehe. Und alles zusammen ist entstanden, weil ich für Kinder Parkinson eine Bitte an mein Ohr bekommen habe. Bitte, können Sie uns helfen? Sage ich, ja, warum nicht? Und deswegen bin ich seit 2001 gegründet. 2001 im Olympiastadion zu München bei einem Spiel der Landesmeister. Noch damals habe ich gegen Manchester United das Spiel angeschaut. Da gab es eine Blutspendenaktion und da hat es geheißen, wenn Sie uns unterstützen mögen, das wäre toll. Und aus dieser Geschichte heraus war ich bis bei Herrn Putin, Bush und Tony Blair, also bei allen 8 Präsidenten, und habe klar gesagt, dass man ihre Macht braucht für eine bessere Welt. So, und jetzt ist derjenige, der auch noch die WM-Eröffnung, die Auslosung, ja, als Botschaftsuntergrund mitnehmen dürfte, eingeladen worden ist, ist jetzt als Lebensmitteldieb in Nürnberg seit 19.02.22 in, ja, staatsrechtlichem Munde. Und jetzt möchte ich gerne, bevor ich nach München fahre oder Mainz, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wo ich als erstes hin soll, möchte ich halt gerne vorher noch ein Statement haben aus dem Hause. Dein Markt, Punkt, 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 aus Nordrhein-Westfalen. In diesem Sinne, meine Rufnummer haben Sie, meinen Namen haben Sie auch und meine Website sehen Sie, galacom.tv, More Human Rights Global Wide. Und danke nochmal für das offene Ohr. Wie gesagt, ich rede schon, ich spreche und kommuniziere schon seit heute Morgen, 8:20 Uhr, 8:30 Uhr. Sehen Sie mir bitte nach, dass meine Stimme etwas heiser ist. Das bringt es mit sich. Ich habe halt ein bisschen zu wenig getrunken. Alles Gute und auf gut, ja, Feedback. Bis bald.